Er war Krankenpfleger, Müllmann und Hartz-IV-Empfänger. Doch dann wurde Mark Medlock zum Superstar gecastet und seitdem hat der quirlige Hesse über 1 Million Platten verkauft. Träume hat er sich schon viele erfüllt, doch einen hat der Superman am Pophimmel noch. Einmal mit dem Hubschrauber über sein neues Zuhause in Berlin kreisen. An einem der wenigen freien Tage hat er sich diesen Wunsch erfüllt und ist zusammen mit Brisant in die Berliner Luft gegangen. Die Vorfreude auf den heutigen Tag ist Mark Medlock anzusehen. Und so springt und tanzt er sich in Richtung Rollfeld. 20 Stunden täglich unter Volldampf. Für den 30-Jährigen kein Stress. Da muss das Boppelsche, wie sich Mark Medlock selber nennt, aufpassen, dass er nicht vom Fleisch fällt. Mir macht das Spaß, aber ich sehe echt, das Boppelsche muss ein bisschen mehr Fleisch essen und ich brauche auch viel Sport. Also ich nehme schon ab. Also da sieht man, dass ich echt hart am Arbeiten bin, aber geistig-seelisch bin ich topfit. Ich bin auch noch jung, davon mal abgesehen, da geht noch was. Auf jeden Fall, aber heute habe ich meinen kleinen Off-Day und ich genieße die Luft, den Hubschrauber. Mit diesem Titel schlug Mark Medlock damals vor über einem Jahr die Konkurrenz aus dem Rennen. Seitdem hat er 3 Alben produziert, alle mit Dieter Bohlen. Der Superstar Medlock ist immer auf dem Sprung. Sein Lebensgefühl fasst er in einfache Worte. Wie geil! Jetzt fühle ich mich wie ein Star. Und starmäßig düst Medlock weiter auf dem Weg ganz nach oben. Seine neue Single Summer Love war zwischenzeitlich Nummer 1. Und dass Medlock nicht auf den Mund gefallen ist, musste auch Oliver Pocher erfahren. Der provozierte den Superstar bei der Echo-Verleihung 2008 wegen seiner Homosexualität. Medlock konterte und Pocher verschlug es vor laufenden Kameras die Sprache. Ich denke mir, auch das sollte mal erlaubt sein. Ich denke mir, man kann nicht immer sich irgendwie vermarkten und muss so eine Arschgeige sein. Ich meine, witzig finde ich den Pocher echt nicht. Ich mag den echt sehr, aber manchmal muss man auch sagen, Pocher, bleib ein bisschen auf dem Teppich. Ich finde es ein bisschen beschämend, dass man ständig echt so asoziale Witze macht über Schwule. Ich denke mir, keiner von uns Schwulen rennt da oben vor der Kamera rum wie in Latexrock, wie Pocher. Und das war schon echt über eine Stunde. Da würde ich mir auch anderweits Gedanken machen, was mit dem Pocher vielleicht nicht stimmt. So viel zum Pocher. Außer ein wenig abgedreht ist der Superstar Medlock aber noch ganz schön auf dem Boden geblieben. Außer wenn er mal kurz in den Himmel über Berlin abhebt. Mark Medlock ist nach dem Sieg der Castingshow vor einem Jahr mit seinen 3 Katzen von Offenbach nach Berlin gezogen. Hier fühlt er sich wohl. Und genug Plätze für seine gelungenen Auftritte findet er hier allemal. Ich habe diesmal Berlin von oben gesehen und zwar echt Berlin, du bist tierisch groß. Hat mir echt Spaß gemacht, Angst habe ich nicht gehabt, aber man ist ein schwummeriges Gefühl, wenn der Helikopter jetzt von vorne so ein bisschen schräg nach vorne fliegt. Man merkt das hier drinnen im Magen, da hat man so das Gefühl, dass die Innereien irgendwie rausspringen wollen. Und so gönnt das Bobbelsche seinem Magen erst einmal eine kurze Pause und sich selbst einen Latte Macchiato. Seine Managerin ist immer an seiner Seite. Und plötzlich überkommt Mark Medlock die Sehnsucht nach Mallorca. Die Zeit für mich und meinen Produzenten ist schon knapp, er fehlt mir schon. Also es wird auch mal bald wieder Zeit, dass Bobbelsche doch nach Mallorca geht und mal 1-2 Tage mit dem Dieter schon vielleicht am Pool sitzt und wieder plant für das nächste Album. Ja, wir telefonieren jeden Tag. Also ich muss auch sagen, Hut ab vor dir, Dieter. Der sitzt echt tagtäglich am Fernseher, egal wo mein Auftritt ist, Dieter fiebert mit. Ein Hesse in Berlin, auf dem Weg in höhere Stargefilde. Und immer schön aufpassen, dass man nicht abstürzt. Die Konkurrenz ist schon auf dem Weg.